Moin Moin aus Tönning, Olversum. Ich bin's mal wieder, Heiko. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet und ich dachte, es wird mal wieder Zeit. Das Wetter ist schön, wir haben frei und ich bin unterwegs ins Katinger Watt. Wenn ihr dabei bleiben wollt, würde mich das freuen. Ich muss nämlich jetzt hier abfahren und mache schon mal Schluss mit meiner Begrüßung. Also bleibt dabei. Ich habe schon ganz verlernt, wie die Kamera zu bedienen ist. Ich habe gerade den An- und Ausschalter gesucht, aber ich habe ihn gefunden. Ja, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, weil wir viel zu tun haben. Was wir zu tun haben, werde ich Ihnen später nochmal erzählen. Die Leute, die mir auf Instagram und Facebook, die mich da verfolgen, würde ich sagen, die mir da folgen, die wissen, was ich da gerade am Unternehmen bin, am Bauen bin. Aber nun bin ich erstmal wieder unterwegs, heute mal mit meiner Frau. Und die nehme ich nicht nochmal mit, die hat ein Tempo. Ist mir viel zu schnell. Ja, ich merke gerade, dass im Winter, dass ich da wenig gemacht habe, weil die Kondition, die ist ja gar nicht mehr vorhanden. Ich bin jetzt schon hier am Pusten und am Pumpen, obwohl wir bestes Wetter haben. Ja, hier sind wir im Katinger Watt, im sogenannten Nullgebiet. Und da sind die Nonnengänse. Leider sind die gerade alle im Grasen. Wenn die unterwegs sind, ist das echt ein tolles Bild. Da ist der Himmel nämlich schwarz. So, heute ist Ostersonntag und viele Radfahrer sind unterwegs. Ich überhole meine Frau. Und hier ist ja meine Hausstrecke, die habe ich schon oftmals gezeichnet und gefilmt, auch schon im Regen. Und hier bin ich dann irgendwann auch mal im Eis stecken geblieben. Genau, wir fahren jetzt gleich hier zu so einem Aussichtsturm und vielleicht die Sicht ja heute ganz gut. Dann zeige ich euch mal Eiderstedt, naja, fast von oben. Einen kleinen Aussichtsturm, davon gibt es zwei. Das ist halt der eine und den werden wir gleich besteigen. Das ist ja mindestens... mindestens so 15 Meter über Normal Null, sprich das ist eines der höchsten Erhebungen hier auf der Halbinsel Eiderstedt. Ja, da geht's hoch auf unseren besagten Turm. Oh, die haben neue Stufen, die waren früher aus Holz. So, letztes Mal als ich hier oben war, war richtig Schietwetter und hier war alles voll mit leeren Flaschen. Aber heute ist alles aufgeräumt. Oh, alles neu gemacht. Ja, so sieht das aus hier bei uns. Ganz, ganz da hinten sieht man die Tönninger Kirche und so ein Funkturm. Und hier ist dann das Katinger Watt. Da vorne haben wir auch den Ort Kating. Und hier kann man auch schön mit dem Fahrrad längs fahren. Kommt man zu Willem Andresen zum Beispiel. Das habe ich meine Frau doch gefilmt. Die wollte gar nicht gefilmt werden. Ja, und hier ist dieses Waldgebiet Katinger Watt. Da kann man eher zu Fuß unterwegs sein als mit Fahrrad. Das hat dann auch bald mit meinem Vorhaben zu tun, was ich ganz zum Schluss erzähle. Also ihr müsst bis zum Schluss dabei bleiben. Dann erzähle ich euch die Neuheiten. Die Vögel kenne ich. So. Drehe ich mal rum, dann könnt ihr mich auch sehen, ob ihr wollt oder nicht. Das waren gerade Austernfischer. Man nennt sie auch die Elster der Meere, aber so nennt man die in der Bretagne. Genau. Hier heißen sie Austernfischer und da gibt es auch noch verschiedene Austernfischer mit verschiedenen Schnäbeln. Welche, die haben längere Schnäbel und welche, die haben kürzeren Schnäbel. Und das hat auch Grund, weil die knacken Muscheln. Nicht unbedingt Austern, aber die Muscheln, die wir hier haben. Und die haben halt verschiedene Arten, wie sie die Muscheln knacken. Und die mit den kürzeren, die gehen halt anders an die Muschel ran, als die mit dem längeren Schnabel. Und der ist nicht abgebrochen oder so, nein, das vererben die. Und die vererben das auch, wie sie die Muscheln aufkriegen. Ganz schön schlau, ne? Und außer Arten, die gibt so ein Gas da vorne. Ich nehme den nicht mehr mit, ist mir viel zu schnell. Ich hoffe, man kann die dicken Dinger sehen, die dicken Gänse. Hier sieht man so Rückhaltebecken, beziehungsweise hier wird ja alles entwässert, die ganze Landschaft hier, weil das ja früher alles so unter Wasser stand. Das hat alles noch zur Nordsee gehört, ist also immer noch alles sehr, sehr feucht und tief gelegen. Und diese Rückhaltebecken oder wie soll man sagen, das sind so Reservoirs, wo das Wasser halt gesammelt wird, was von den Feldern reinfließt. Das liegt niedriger
als die Eider selbst. Also wenn man hier so fährt, kann man das sehen, dass das niedriger ist. Und dann muss das Wasser, um wieder in die Nordsee zu kommen, geschöpft werden. Und dafür gibt es da hinten solche Schöpfwerke. Da fahren wir gleich durch. Durch wäre doof. Wird man nass. Ich bin auf meinem Lieblingsdeich hier. Der ist ja echt so toll asphaltiert. Das macht richtig Spaß. Und jetzt im Moment ist hier niemand. Also ich filme tatsächlich nur, wenn hier keiner ist. Aber hier ist richtig weit los. Also ich bin nicht der Einzige, der diesen Weg hier kennt. Und dementsprechend ist hier am Ostersonntag ordentlich viel Radverkehr. Ja, und da vorne ist das Eider Sperrwerk. Da sind ja die 1, 2, 3, 4, 5 Tore, die uns hier ein bisschen vor den Fluten schützen. Aber das habe ich schon mal erklärt in einem anderen Video. Gut, jetzt müssen wir gleich hier im Deich runterfahren. Dann gucken wir einmal zum Meer hin und dann fahren wir schon wieder zurück, weil ich ja gleich noch zu meiner Schwägerin soll. Lecker essen. Nicht so gut. So, aufmerksame Zuschauer meines Kanals kennen genau diese Strecke. Die bin ich vor ein, zwei Jahren mal gefahren im Winter. Und dann dachte ich, ich gebe mal Gas und fahre hier über so eine vereiste Pfütze. Hat ja auch geklappt. Naja, wenigstens bis zur Hälfte. Und dann bin ich da eingebrochen. Also, ich weiß gar nicht, wie der Titel ist. Irgendwie Radtour mit Crash oder sowas. Das war genau an dieser Stelle. Und hier bei so einem Wetter macht das doch viel mehr Spaß. Ja, ein bisschen Wind ist ja immer. Ich hoffe, ihr könnt das hier alles noch ganz gut hören. Windpuschel habe ich drauf. Ja, jetzt kommen wir zum Eider Sperrwerk. Und da ist bei solchem Wetter immer ein bisschen was los. Weil es hier links und rechts Restaurants gibt oder Cafés. Da, wo man lecker Fischbrötchen kriegt oder halt lecker Kuchen. Ja, und direkt über diesen Deich da hinten, über den Tierdeich, da ist die Nordsee. Und die will ich jetzt natürlich angucken, wenn ich schon mal da bin. Komm. Es geht immer recht schnell, das sind nur vielleicht, weiß gar nicht, 9 oder 10 Kilometer maximal. Ja, geht immer recht schnell am Deich entlang. Ja, könnt ihr auch mal schauen, wie das aussieht hier. Genug geguckt, nächstes Mal müsst ihr selber kommen, wenn ihr das sehen möchtet. Ach, sehen möchtet, da möchte ich ja noch ein paar Leute grüßen. Viele von euch sind schon mal nach Venedig gefahren, über die Alpen oder wie man auch immer dahin kommt. Und dann fährt man durch Österreich, durch Jenbach. Und da freue ich mich immer, wenn ihr sagt, ich bin in Jenbach, weil ich bin da auch schon mal gewesen und schon mehrfach und leider viel zu selten, weil da habe ich halt Bekannte in Jenbach, Ingo und Dodo mit ihren Kindern, also Dorothee, Dodo ist kein Mann, und die kam ich hier vor kurzem besuchen und die soll ich ja mal grüßen. Also lieber Ingo, Doro, alles Gute für euch da in Jenbach, ich komme euch mal im Sommer besuchen und dann fahren wir mal so ein bisschen am Achensee entlang und im Winter schicke ich euch dann wieder meine Frau, mit der könnt ihr den Ski fahren. Gut, ihr Lieben, ja, jetzt begleitet ihr mich bitte nochmal weiter nach Hause Richtung Tönning. Das sieht man von hier aus nicht, aber ich schwenke da mal rüber. Das war aufwendig, ne? Habe ich toll gemacht, diesen Schwenk. Ja, also wir fahren jetzt wieder Richtung Tönning. Zwischendurch werde ich mich wieder melden. Und ja, da muss ich mich ja noch bedanken. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich am Anfang machen. Vielen Dank für 500 Abonnenten oder jetzt noch so ein paar mehr. Hätte ich nicht gedacht, dass sich so viele Leute dafür interessieren, was ich hier so mache. Ja, also 500, das ist ja so knapp vor 1 Million. Freue ich mich total drüber. Ich habe kein Special darüber gemacht oder da, aus diesem Grund, obwohl meine Kinder gesagt haben, du musst ein Special machen, mache ich nicht. Aber ich bedanke mich jetzt für alle 500 Leute, die mich da abonniert haben. Und ja, gleich erzähle ich dir noch, warum ich in letzter Zeit nicht mehr so oft unterwegs war. Ich das erzähle aber hier in diesem Restaurant Kartinger Watt 1, da gibt es leckere Sachen. Und da grüßt ihr mal die Silke von mir, die arbeitet dort, die ist mir sehr fleißig. Und die hat mir schon mal erzählt, ob das Spökenkieker oder Kiekenspöker heißt. So, hier vorne ist Café Mare, wenn ich jetzt schon Werbung mache, ich weiß nicht, ob das Werbung ist, ich sag's einfach nur, da muss ich gerade mal ran, weil ich schon wieder meinen ersten Plattfuß des Jahres habe. Dann flicke ich gerade meinen Platten und dann komme ich gleich nach Tönning. Ich fange ja schon gleich gut an mit einem Plattfuß nach 10, 12 Kilometer, aber so ist das normal, ne? Wenn man nicht fährt, dann erlebt man auch nichts.
Ja, ich habe natürlich das falsche Flickzeug dabei, beziehungsweise nicht genügend Flickzeug. Habe keinen so einen Reifenheber oder so. Ich pumpe jetzt immer ein bisschen Luft rein, fahre einen Kilometer, mache wieder Station, pumpe wieder neue Luft rein. Und wenn ich das noch 8-mal mache, bin ich ja schon zu Hause. Läuft bei mir. Gut, jetzt war ich ganz langsam hier, dass man nicht die Reifen von der Felge springt. Ja, trotzdem ist halt immer noch richtig schönes, geiles Wetter hier. Und auch wenn ich jetzt nur noch so mit 7,5 Stundenkilometer rolle, macht das noch Spaß, draußen zu sein. Und ja, die erste Kilometer ist schon wieder gefahren. Ich muss gleich wieder Luft reinpumpen. Läuft echt gut mit meinem System. So mit dem Kilometer fahren, pumpen. Ja, wenn ihr euch fragt, wo ist denn meine Frau geblieben? Die habe ich weggeschickt. Die habe ich schon Richtung Heimat geschickt. Und hier geht eine Freundin besuchen. Ich habe gesagt, ich schaffe das hier schon. Weil ich dachte, ich habe da Flickzeug dabei. Aber Flickzeug nutzt einem nichts, wenn man den Mantel nicht abkriegt da hinten. Aber ist egal. Ich komme von der Stelle. Ja. Jetzt kommen gerade wieder Leute, dann höre ich gerade auf zu schnacken. Aber gleich erzähle ich euch noch was. So, ich mache jetzt mal eine kleine Pause von meiner tollen Pannentour heute. Aber ist nicht mehr weit, noch ein paar Kilometer und dann bin ich zu Hause. Ohne Panne geht es bei mir irgendwie gar nicht. Okay, gut, jetzt erzähle ich euch, warum ich dann keine Videos mehr mache. Zum einen ist der Grund, dass meine SD-Karte kaputt gegangen ist, also mein Super-GAU. Da waren 4 verschiedene Sachen noch drauf. Einmal Fortsetzung von Trier, dann war da noch was vom Schwarzwald, eine kleine Tour hier auf Eiderstedt und was war denn da noch? Na, ich weiß nicht, aber so 4, 5 verschiedene Geschichten sind irreparabel und ich konnte das nicht wiederherstellen, nur bruchstückweise. Und das hat mir dann nicht gereicht. Gut, muss ich das alles nochmal machen, aber ist nicht schlimm, waren immer schöne Touren. Gut, das war der eine Grund, warum lang nichts mehr kam. Der andere Grund ist, dass ich jetzt gerade noch eine Ausbildung mache zum Natur- und Landschaftsführer hier für Eiderstedt und Dithmarschen. Und das möchte ich dann später auch in meinen Beruf integrieren. Also ich arbeite ja als Referent und Dozent und habe ja auch so meinen eigenen Laden, aber das ist eine Werbung, deswegen erzähle ich nichts darüber. Aber ich möchte gerne in Zukunft geführte Radtouren und Wandertouren anbieten hier auf Eiderstedt und in Dithmarschen. Und die Leute, die dann zu mir kommen, die brauchen nicht nur 2-3 Stunden zu mir kommen oder einen Tag, sondern das würde dann auch ein ganzes Wochenende gehen oder vielleicht in der Woche. Und damit die Leute irgendwo unterkommen, bin ich gerade dabei, ein Haus zu bauen. Ja, ich baue gerade ein Seminarhaus, wo dann halt meine normalen Seminare stattfinden. Wo es 6 Doppelzimmer gibt und ein anderes Haus renoviere ich gerade, ist direkt nebenan. Da wird es nochmal 5 Zimmer geben, 4 Doppelzimmer, ein Einzelzimmer und natürlich Ablageflächen oder Möglichkeiten, das Fahrrad abzusperren und wegzusperren und die Sachen zu trocknen. Also was habe ich dann auch. Und es gibt auch Gemeinschaftsräume und Küche und so weiter. Alles da. Genau, das ist mein großes Vorhaben, wo ich jetzt gerade immer mit beschäftigt bin. Vieles mache ich halt selbst. Und im Juni, denke ich mal, werde ich mit dem einen Gebäude fertig sein, mit dem Altbau. Und der Neubau ist dann im August fertig. Aber bis das soweit ist, werde ich mich bestimmt nochmal melden und euch den Baufortschritt mal zeigen. Wenn das nicht auf YouTube ist, dann ist es sicherlich auf Instagram. Einfach Heikos Radtouren auf Instagram eingeben. Da findet ihr so ein paar Baufortschritte. Gut, dann möchte ich jetzt aber mein Video schließend beenden. Jetzt habe ich mal ein bisschen Werbung für mich gemacht. Ich hoffe, das wird nicht jetzt hier gesperrt, weil es halt Werbung ist. Aber es sind ja einfach nur Fakten, ne? Was dann so passiert in Zukunft. Gut, ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt hier auf meiner kleinen Sonntagstour. Das habt ihr meine Frau mal von hinten gesehen und glaube ich mal von der Seite. Aber die ist so scheu, die meldet sich noch nicht vor der Kamera. Vielleicht kriege ich sie noch dazu. Gut, ihr Lieben. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. 500 ist zwar schön,
aber 550 wäre noch schöner. Ja, Grüße nochmal an alle, die mich kennen und mich so ab und zu mal grüßen per Facebook und weiß nicht was. Ja, okay, jetzt habe ich lange genug gesabbelt. Ich will nach Hause, ich will zu meiner Schwägerin, die hat lecker gekocht für mich. Gut, also jetzt frohe Ostern nochmal an alle und schöne Grüße und bis bald, euer Heiko.